Ich schlage vor, wir machen einen Hangover-Prank. Wir basteln die geilsten Sachen zusammen und bescheren einem Typen den krassesten Hangover aller Zeiten. Wir bauen ihm die wildeste Nacht seines Lebens, die er nie erlebt hat. Paul? Ich hätte da jemanden. Hast du jemanden? Absolut. Zeig mal, der Kono, der will seinen Kumpel, der wohl gerne feiern geht, reinlegen. Schaut doch mal. Hi, ich bin der Kono und ich möchte mit Tim den Dennis reinlegen. Der hat sich so einen schönen, unvergesslichen Abend mal verdient, diese Saufnase. Okay, kriegt er. Den Hangover seines Lebens. Also ich will, dass du mir jetzt sofort das Geld gibst, bevor du hinterher gar nichts mehr hast. Ich erhebe mich nicht. Also die Idee ist, wir haben jedes Produkt zweimal. Einmal steht es in dem Raum dann. Genau. Und einmal zerstören wir es. Und dann tauschen wir die sozusagen aus in der Nacht, wenn die besoffen irgendwo rumliegt. Richtig? Richtig. Wir kümmern uns darum, dass dieses Zimmer so aussieht, als hätten die Jungs hier richtig derbe einen drauf gemacht, ne? Das ist doch geil. Achtung, Achtung, Jan. Wir müssen rabiater werden. Nein, nein. Habt ihr die Decke gesehen? I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. Oh, and I think to myself, what a wonderful world. Tja, was ich heute weiß, ist, dass unsere Jungs keinen Hangover-Prank machen sollten. Nur so viel dazu. Paul Ripke hat Hausverbot in einem exklusiven Hotel. Naja, wie auch immer unser Plan steht. Unsere Lockvögel Kono und Tim haben eine Nacht in einer exklusiven Suite gewonnen und feiern dies mit Opfer Dennis. Dennis wird in seiner Partynacht Paul treffen, seinen neuen besten Freund. Denn er muss dafür sorgen, dass Dennis hinterher auch ins Bettchen geht, damit wir kommen können und die Suite verwüsten können. Und damit Dennis am nächsten Tag den schlimmsten Filmriss seines Lebens hat. So, ui. Ja, schön sieht's hier drin aus. Suite heißt, hier gibt's noch eine Toilette und dahin ist das Schlafzimmer. Mhm. Aber die Suite ist ja auch größer, als sie jetzt den wirkt. Mhm. Ja, wollen wir uns das mal anschauen? Ja. Eigentlich gehört es noch mit zur Suite. Das haben wir jetzt quasi gebaut, damit wir hier in der Nacht einsteigen können und das komplette Hotelzimmer verwüsten können. Von hier können wir quasi in jeden Winkel der Suite reinschauen. Sie sind da. Sie sind da. Also man sieht schon, die drei lassen uns krachen, ja. Pass auf, dass du nichts kaputt machst hier. Sie trinken alles, was ein bisschen Alkohol hat, ja, sogar den schlechten Champagner von uns. Die denken, wir haben den Hauptgewinn. Jackpot. Und das wird die motivieren, richtig saufen zu gehen heute nach. Was die Jungs jetzt noch nicht wissen, ist, dass sie gleich auf ihren neuen besten Freund Paul treffen werden. Paul ist eigentlich dafür da, damit die ganze Situation nicht außer Kontrolle gerät. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob er wirklich der Richtige dafür ist. Unsere Lockvögel sind drinne und ich gehe jetzt auch mal rein.
Wir haben einen extremen Durst nach Alkohol. Klar, Champagner wäre sensationell. Alter, kostet 200! Die Flasche. Der Paul hat bestellt! Der Paul hat bestellt! Ex oder nie wieder Sex? Die einzige Lösung. Brauchst du irgendwas? Also ich kann irgendwas bringen? Nein, ich schlafe was. Ist es so? Ich penne so. Ist gut. Ich nein. Geh ins Bett, alles gut. Okay, Dennis geht schlafen, das heißt, wir können rein und die Suite zerstören. Paul hat jetzt seinen ganz großen Auftritt. Das Problem ist nur, dass Paul besoffener ist als Dennis. Servus, mein Lieber. Oh, oh, aber krass. Habt ihr ein Bier für mich? Ja, irgendwann nimmt sich mein Apfel. So, wir gehen jetzt rüber und richten jetzt die komplette Verwüstung an. Mhm. Also die Wand schieben wir raus und unsere ganzen Fake-Sachen kommen rein. Und du liegst wie ein total strunzvoller Typ mitten im Wohnzimmer. Also quasi wie ich bin. Alltag. Muss ich gar nicht verstellen. Wir machen jetzt so ein geiles Schnittbild. Der Umbau. Der Umbau beginnt jetzt. Sehr schön gesagt. Auf, komm jetzt. Okay, Paul stinkt bis ins nächste Zimmer. Aber jetzt setzen wir noch eins oben drauf. Denn was fehlt noch bei so einer richtigen Partynacht? Genau, eine Stripperin. Servus, komm rein. Hallo, ich bin Paul. Ich stink ein bisschen nach Alkohol. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt so ein bisschen gefeiert habe. Hey, komm zu uns. Du siehst hier unsere versteckten Kameras, die wir eingebaut haben, überall in der Suite, ja? Also das heißt, wir werden euch von jedem Winkel sehen. Wenn der dich fragt, was ist hier los, was ist passiert, kannst du oder tu so, als ob du kein Deutsch sprichst. Boah, Paul. Paul hat den Pegel ganz weit oben. Paul, du gehst rüber, du kannst dich schon mal ausziehen. Paul, ich kann mich schon mal ausziehen. Und nicht zu verwechseln, Paul ist nicht die Stripper. Ich glaube, Paul ist so betrunken, dass er nichts mehr checkt. Wie sie entgeistert guckt, weil sich Paul auszieht. Dieser Blick, oh Gott, der macht sich nackig. Und als mein persönliches Highlight, Uwe ist gerade eingetroffen. Hey, wie war die Nacht? Kommt ihr zu uns? Was glaubst du, wird er denken, wenn er hier rauskommt und das sieht? Dass Paul alles kaputt gemacht hat. Dass Paul alles kaputt gemacht hat. Paul ist an allem schuld. Ja, jetzt wurscht, Paul. Jetzt setz dich ans Klavier. Ja, genau. Jetzt ist wurscht. Jetzt ist Asche wurscht. Jetzt setz dich ans Klavier. Da kriegt es nicht mehr hin. Dass jetzt noch Kraft in dem Zustand des Klavierspiels. Du bist die Freundin. Komm mal her. Hey. Servus. Hallo. Hi. Wie heißt du? Fabienne. Hi. Hi. Aber Fabi reicht vollkommen. Fabi. Hallo. Hey. Hallo Fabi, komm, stell dich also hin. Dein Freund, der schläft noch tief und fest. Wir sehen jetzt gerade Paul nackt am Klavier. Wir haben eine Stripperin hingestellt. Ja. Wir haben alles verwüstet. Das Hotelzimmer. Oh, Schatz. Aber jetzt haben wir erstmal ein großes Problem.
Er wird nicht wach, ja. Wir müssen ihn wach kriegen. Oh, er wacht auf. Jetzt. Er ist da. Ach, er ist da. Okay, es geht los. Es geht los. Oh, oh, er ist noch ganz schön betrunken. Wo ist meine Kohle? Okay, Dennis rafft gerade gar nichts. Ich glaube, wir könnten ihm jetzt alles unterjubeln. Was ist denn die Wache? Hm? Bist du Wache? Ich bin hellwach. Dennis, alles klar. Hm? Wo sind deine Homies? Kaui sind. Dennis! Was denn? Was ist hier los? Weiß ich ja nicht. Was ist ein Hund? Ich hab keine Ahnung, wie der Hund ist. Ihr oder so, keine Ahnung. Was ist er vom Charakterlichen? Ist der brodelt in ihm? Nee, ich glaube, im Moment weiß er überhaupt nicht, was los ist. Der weiß. Also. Der kapiert nichts. Nee. Ist es so ein Graffiti oder ist es das? Das ist ein Brandloch, oder? Also, scheiße. Okay. Was denkst du jetzt? Ist es ja der ist durch. Der ist durch, der Junge. Du siehst ihn schon im Gesichtsausdruck. Schaden, Kosten, wie er seine Versicherung das erklären muss. Und so, Dennis soll ein richtig schlechtes Gewissen bekommen und denken, dass er ordentlich blechen muss. Und deswegen, Hoteldirektor, bitteschön. Ja, aber ganz ehrlich, was ist mit dem Bild passiert? Welchem Bild? Ja, hier dem Bild. Hä? Du warst doch dabei. Hören Sie mal auf mit diesem Lärm! Kommen Sie mal her! Was ist hier? Steuermann, ich bin der Hoteldirektor. Das ist ein Schaden von mindestens 15.000. Sind Sie Rockstar oder was? Nein, ich bin nicht. Sie bleiben hier und ich will sofort Ihre Personalien sehen. Ist das klar? Und Sie ziehen sich mit an! Das ist kein Problem. Das wird Konsequenzen haben. Okay, das hat gesessen. Super. Glaub ich. Also ich will, dass du mir jetzt sofort das Geld gibst, bevor du hinterher gar nichts mehr hast. Ich hab damit hier nichts zu tun. Du bist ganz schön bedient. Vielleicht hab ich mich blamiert, als ich betrunken war. Du wolltest mich halt verarschen, ne? Wer will dich verarschen? Ja, das ist auch lustig. Du stehst in einem Unterhemd. Ey, du schießt hier einen Boxersport. Ja, mit Hanfblättern. Ja. Und du sagst zu mir, ich will dich verarschen, ja? Ja, bei mir weckt mich irgendwie eine Tussi, ja, in der Unterhose und sagt, wo ist mein Geld? Ich bin gestern Abend ins Bett gegangen, da lag der Tim da und da lag der Kono da und du lagst hier. Fernseher starten. Mich haben wir so der Sekt auch da verschüttet, das muss man sagen, ja? Das, wie gesagt, das... Alles im Arsch, weißt du? Der Gesichtsausdruck ist Weltklasse. Hier. Du erinnerst, jetzt mal ohne Scheiß. Was denn? Du erinnerst gar nichts mehr, oder? Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Also, so habe ich das Zimmer nicht hinterlassen. Also jetzt durch den Lärm mit dem Fernseher ist es endgültig Schluss, ja? Ja. Personalausweis? Ja. Ich mach so, als ob ich Polizei verständigt bin. Ja. Aber ja. Ja, lass es doch einfach hängen, lass es doch einfach. Nein, es ist alles im Arsch. Ja, aber warum ist es im Arsch? Euer ganzes scheiß Zimmer ist im Arsch. Ja, aber warum ist es denn im Arsch? Warum? Frag ich dich. Du warst doch nicht dabei, oder was? Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich kann mich daran nicht erinnern. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. So, ich hab Personalausweis. Kommen Sie bitte mit. Natürlich. Ich werde hier umgehend. Du bist damit zu sehen. Ist das hier ein Apfelscherz? Nein. Ist das? Frage ich nur. Geben Sie mal kurz. Zucker, Zucker, Zucker. Legen Sie bitte die Flasche weg, ich fühle mich in Ort. Ihr Personalausweis? Hab ich nicht, mein Personal. Ich hab nichts damit zu tun.
Ich lasse mir das hier nicht bieten. Ja, ja? Sie führen als Sicherheitsmann als zwei Generationen. Sicherheitsmann? Ja, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind Sicherheitsmann. Schwör, ich bin der Hoteldirektor. Das verbiete ich mir. Wir werden die Polizei jetzt verständigen. Ziehen Sie sich bitte jetzt umgehend an. Ich kann diesen Blick nicht mehr ertragen. Beruhigen Sie doch. Ich hab damit nichts zu tun. Na? Er ist an dem Punkt, aber er weiß, dass es sein könnte. Du erinnerst dich an nichts, oder? Ich eben schon. Was? Ernst? So. Ihre Identität ist festgestellt. Gehen Sie bitte rein. So, Sie sind angezogen. Sie haben keinen Personalausweis, die Polizei ist hier. In meinem Hause, wir haben die hier noch. Ich habe nichts damit zu tun. Sie kommen bitte mit. Sie bleiben. Sie kommen mit. Sie bleiben hier. Ziehen Sie. Ja. Ich habe nichts. Sie haben nichts damit zu tun. Hören Sie zu. Sie ziehen sich bitte an. Ja, klar. Das wird Konsequenzen haben. Ich hoffe, Sie sind gut versichert. Lieber. Okay, wir gehen jetzt rein und lösen auf. Frühstück bestellt. Herzlich willkommen bei Frankenstein. Servus. Hi. Dennis, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ganz gut. Na ja, gut, ein paar war es ganz gut gestern, gell? Ole, 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 ole. Deine Freundin hast du aber schon gesehen. Alles ihren Plan. Ja, na klar. Fazit dieses Pranks: Ein Alkoholstreich mit Paul Ripke ist nur bedingt eine gute Idee. So, Moment, aber einen habe ich noch. Ja, kommt ein Pferd in den Blumenladen und fragt, haben Sie mal geritten? Also noch mehr von diesem unfassbaren Wahnsinnshumor gibt es hier oben. Und hier unten könnt ihr diesen unfassbaren Kanal abonnieren. Viel Spaß. Antoine has left the building. Ja, tschüss.